Der Bundestag. Deutschlands größtes Affenhaus. Liebe Hörer, haben Sie sich auch schon einmal gefragt, ob der Bundestag vielleicht doch nur ein großes Affenhaus ist? Ich meine, wenn man sich die Szene in den Plenarsälen mal anschaut, könnte man durchaus auf diesen Gedanken kommen. Da gibt es die eine Partei, die sich ständig aufplustert und wild herumtobt, während die andere Partei sich in ihrer Ecke verkriecht und versucht, sich unsichtbar zu machen. Dazwischen wuseln die Abgeordneten hin und her, schreien sich gegenseitig an und schwingen wild ihre Ärmchen. Zum Glück gibt es aber auch noch die Menschen im Bundestag, die versuchen, Ordnung in das Chaos zu bringen. Sie sind die Zookeeper, die dafür sorgen, dass das Affenhaus nicht völlig aus dem Ruder läuft. Oder gibt es die doch nicht? Egal. Wir dürfen also gespannt sein, was das Affenhaus Bundestag in Zukunft noch so alles zu bieten hat. Eines ist jedenfalls sicher: Es wird nie langweilig werden. Bis zum nächsten Mal. Ihr Freiherr Dennis.